Ja, die könnte ich durchaus verwenden, allerdings würde die dann so schnell kaputt gehen und das finde ich nicht so cool. Deshalb nehme ich sie mal nicht. Nein, ich habe jetzt einfach. Wir machen das jetzt einfach so lange, bis die Steinwerkzeuge weg sind, dann machen wir mit der schnellen Spitzhacke weiter. Ich bin immer so einer, der mit den Ressourcen und so immer ganz vorsichtig umgeht. Und wenn ich dann sowas mitbekomme wie hier Spitzhacke und so, denke ich mir so, ja, da sind wir mal lieber ganz, ganz vorsichtig. Alter, was ist denn? Ist das meine Monsterfalle, in der da gerade so viel los ist? Ist die doch nicht, oder? Doch, das ist meine Monsterfalle. Alter Schwede. Ist ja gerade ganz schön viel los. So, und was haust jetzt hier? Was ist das für ein Ding? Ist das ein Slimy unter mir? Sieht so aus. Ich bin mir aber nicht sicher. Doch, das sollte ein Slimy sein. Könnte. Doch, es ist, glaube ich, ein Slimy. Ich glaube, das soll ein Slimy darstellen. Okay. Ein paar Schleimbälle bräuchten wir auch mal wieder, wa? Na, ich hoffe, in unserer nächsten Höhlenexpedition werden wir schon auf das ein oder andere Chunky-Bee treffen und dann besorgen wir uns ein paar davon. So, unsere Hundis oben müssen wir auch mal wieder versorgen, wa? Die laufen ja auch schon so ein bisschen auf Hungerlevel. Ich bin hier am Abbauen. Block für Block, Tag für Tag. Es wird einfach nicht weniger. Block für Block. Es hört einfach nie auf. Ich baue Block für Block. Hier ab und mach mir davon Gebrauch. Also improvisierte Text passt nicht so, aber. Dumme meine Fresse, du solltest Minecraft deutsche Songs covern! Nee. Den Ohrenkrebs erspare ich euch. So. ja. Wollen wir mal probieren, ein bisschen über was zu quatschen. Am besten mit einer angenehmeren Musik als das da. Das ist doch viel chilliger. So, worüber können wir denn so reden? Was ist denn gerade so los in Deutschland, in der Welt? Irgendwas Interessantes gelesen? Ja. Habe ich was Interessantes erlebt? Nö. Ich stelle gerade fest, ich bin eine absolut interessante Person. Dumme, erzählen Sie mir etwas über Ihr Leben, was die Zuhörer und Meinungsforscher interessiert. Ich mag Kekse. Manu, worüber könnten wir denn so quatschen? Wir könnten mal ein bisschen spekulieren. Wie wär's denn, wenn wir mal ein bisschen über die Zukunft von Minecraft spekulieren? Das wäre doch ganz cool. Und zwar habe ich nämlich neulich irgendwo gelesen, man hat Notch mal gefragt, was ist denn oder was passiert? Also jedes normale Spiel, was ja bis jetzt so gepublished wurde, ne? Hieß es ja so nach, keine Ahnung, nach einer gewissen Zeit hat es halt keiner mehr gespielt, weil es alle durch hatten, weil es langweilig wurde. Und ja. Und da hat man Notch mal gefragt, was wäre denn, wenn das Spiel, was ihn reich gemacht hat, Minecraft, eines Tages nicht mehr aktuell wäre. Wenn die Leute sagen, oh nee, Minecraft, ach nee, haben wir jetzt so lange gespielt, habe ich jetzt gar keinen Bock mehr zu, kaufen wir uns mal ein neues Spielchen. Und da wurde er wirklich gefragt, was machen sie dann? Das ist ja für sie, es brecht dann ja die Haupteinnahmequelle weg. Und dann meinte er eigentlich nur ganz trocken, also er hat dann so erklärt und meinte, naja, also Minecraft ist ja, also wenn es denn mal so sein sollte, dass keiner mehr das Spiel spielen möchte, werde er es auch nicht mehr weiter programmieren. Ne, ist ja klar, Angebot und Nachfrage. Und er meinte auch, ja, dann ist das halt so, was soll man machen, ist halt so mit den Spielen. Er kann ja nicht bestimmen, was die Leute spielen wollen. Also so eine Art hat er das, glaube ich, gesagt. Er hat es natürlich ein bisschen schöner erzählt als ich. Ich bin einfach zu doof dafür, aber das ignorieren wir jetzt. Was ich aber ganz interessant bei ihm fand, ist, dass er gesagt hat, oder was ich, naja, was ich nicht interessant bei ihm fand, sondern was ich selbst interessant finde, ist die Tatsache, dass die Firma Mojang ja mittlerweile doch schon, glaube ich, weiter besteht. Ich würde eher so schätzen, was ist mit meiner Sprache los, geht ja gar nicht, dass quasi das Spiel Minecraft an sich, ja, so eine Art Starter-Unternehmen, kann man sagen, aus dem Sumpf gezogen hat und das quasi richtig ins Rollen gebracht hat. Aber ich bin mir schon sicher, dass das Unternehmen auf jeden Fall weiterhin bestehen wird, denn, ich sag's mal so, Minecraft ist ja nicht das einzige Spiel von Mojang. Die haben ja noch Cobalt und noch ein anderes und Minecraft wird ja ständig erweitert, also es gibt so viele Möglichkeiten. Die haben natürlich ein Open-World-Indie-Game hier mit, wie heißt das? Na komm, wie heißt denn das? Wie nennt man das? Mit Möglichkeiten ohne Ende. Also,
Ich denke, das wird eine ganz, ganz, ganz lange Weile dauern, bis sie wirklich ganz viele Leute auf der Welt sagen, nee, Minecraft spiele ich nicht mehr. Das kann wirklich noch Jahrzehnte dauern, bin ich der Meinung. Das ist schon ein Spiel, was jeden auch neu begeistert. Und vor allem, es ist ja nicht so, du kannst das Spiel ja nicht durchspielen. Also du kannst alle Erfolge machen, aber das Spiel ist eigentlich so wie die eigene Fantasie, grenzenlos. Alles, was du dir vorstellst, kannst du hier bauen. Und mit dem Hinzufügen ständig neue Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel Pferden. Oder aber zum Beispiel auch mit der Möglichkeit, das Spiel zu modifizieren, was ja nicht schwer ist, mit diversen Mods. Es ist eigentlich immer wieder möglich, das Spiel zu verändern, anzupassen, wie es einem gerade passt, wie es einem am besten gelingt. Und, ja, so würde ich quasi sagen, kannst du nicht aus der Mode kommen, sondern wenn jetzt jemand einer... Jeder kann sich das Spiel im Endeffekt so bauen, wie er es gern möchte. Ich meine, wenn du jetzt jemanden hast, der sagt, ich hätte gerne eine Märchenwelt mit Einhörnern, Ponys, fliegenden Elfen und eventuell noch Rittern, dann... Boah, Entschuldigung, verschluckt. Dann kann man im Endeffekt einfach, ja, einfach nach Mods suchen, dementsprechend passenden. Und wenn es keine gibt, fragt man wen, hey, kann mir das einer modden? Und dann wird das meistens auch gemacht, weil die Community ja meistens freundlich ist. Und, ja, dann hat man einfach sein Spiel. Oder wenn es einen gibt, der sagt, ich will Panzer, ich will Waffen, ich will auf feindliche Creeper schießen oder ich möchte einen Server, auf dem wir mit Panzern aufeinander losgehen können, indem wir zeigen können, was wir können, indem wir Krieg führen können. Du holst die entsprechenden Mods und zack, funktioniert das. Wenn du jemanden hast, der sagt, na, ich möchte lieber einen Farm-Simulator, ich möchte Farming spielen, ich möchte das gar nicht so explizit machen, ich möchte wirklich einfach nur farmen, ein bisschen Spaß dran haben, mich ein bisschen austoben und das war's im Endeffekt schon. Gesagt, getan. Man holt sich eine Farming-Mod, die es auch gibt, von der habe ich sogar schon gelesen. Ob sie mittlerweile noch gibt, weiß ich nicht, aber die gibt es auf jeden Fall. Gesagt, getan, schon geht das und schon kann man in Ruhe spielen. Also der Fantasie sind da im Endeffekt wirklich gar keine Grenzen gesetzt und genau das finde ich so spannend. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass das Spiel in nächster Zeit irgendwelche Komplikationen in der Hinsicht erwarten kann, denn es läuft. Also das Spiel funktioniert einfach. Da kann man noch sagen, was man möchte. Da können mir 100 Leute sagen, nein, in 2 Jahren wird das keiner mehr spielen. Das glaube ich nicht. Allein auch, weil die Jüngeren ja jetzt auch gerade durch YouTube, man muss auch sagen, YouTube heizt das Ganze natürlich auch stark an, ne? Denn es gibt ja immer mehr Jugendliche, auch Jüngere zum Beispiel, die jetzt so 12, 13, die denken, oh, YouTube, Internet, ich muss mal gucken. Die auf YouTube zum Beispiel Let's Plays gucken und dann feststellen, das Spiel ist cool, lade ich mir das runter, oh, das ist Minecraft, oh, das macht Spaß. Leute, möchte jemand auf meinem RPG-Server Minecraft spielen? Ich bin 13 Jahre alt und heiße Hans-Christian von Moritz. Also, sowas kann es auch sein, ne? Und deshalb ist das, finde ich, auch sehr interessant eigentlich. Weil es gibt immer wieder neue Konsumenten, wenn man das so nennen möchte. Wo ist dieser blöde Zombie? Zombie? Wo bist du? Hä? Wo ist der doofe Zombie? Ist der hier in der Wand? Habe ich irgendwo eine Lücke? Ich glaube, der ist hier irgendwo in der Wand, ne? Kann das sein? Kann das sein, dass der hier irgendwo in der Wand ist? Hab Angst. Scheint jetzt hier nicht so der Fall zu sein. Er scheint über mir zu sein, aber da gucke ich jetzt nicht nach. Na, ich glaube, das ist einer, der in der Wand feststeckt. Habe ich scheinbar irgendwann mal vergessen, den rauszufischen, sozusagen. Oder ich habe einfach ein Loch in der Wand, was auch gut möglich ist. Doof, aber naja. Solange er mich nicht stört und mir nicht um den Geist geht, soll es mich mal nicht jucken. Halt die Schnauze. So. In meinem Garten schon mal keine Monster. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Gut, dann wollen wir weiter abbauen gehen. Ja. Also so viel zu der Zukunft von Minecraft. Also ich denke wirklich nicht, dass es da irgendwelche Probleme gibt oder dass das Spiel da in nächster Zeit irgendwie, ja, irgendwie den Bach runtergeht. So. Worüber könnte ich noch so erzählen? Erzählen, 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 erzählen. Dome, erzähl mal. Keine Ahnung.
Nee, im Ernst, ich weiß es nicht.